Hello, hello, my love. Welcome to my very, very, very small fun family channel. Today is Monday, 23 of May. I hope you all feel good and you have a nice start on this week. Chào các bạn, hello Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart, ja? Heute ist Montag, der 23.05.2022. Wie sehen die Märkte heute aus? Letzte Woche habe ich kaum Zeit für euch, die Märkte vor Charts vorzutragen. Nun ist es wieder mal soweit. Schauen wir in die Märkte rein, wie es heute aussieht. Ja, letzte Woche war ziemlich Turbulenz. Schauen wir mal, ob diese Woche eine Besserung geht. Anstatt nach unten sollte man wieder nach oben steigen. Wir starten mit Asien, dann rüber zu Europa, Deutschland und in Amerika, wo es jetzt zurzeit noch 4 Stunden gehandelt wird. Zum Schluss die Kryptowelt und dann ein paar Info für euch. Okay, let's start! In Asien sieht heute so aus, gemischt, ja, in Hongkong, der Hang Seng minus 1,19, ja, der Shanghai A bleibt fast bei 0, in Japan hat ein plus 0,98 gemacht. Rüber zu Europa. Europa sieht freundlicher aus, ja, der Euro Stock 50 plus 1,4. Der DAX plus 1,38 hat wieder 14.000 Punkte wieder zurückerobert. Letzte Woche war unter 14.000, jetzt die 14.175,40 erobert. Der CAC 40 aus Frankreich plus 1,17, Großbritannien 1,67 und in Italien hat auch in Plus gerettet 0,17. Gehen wir in deutschen Märkte mal rein. Der SDAX sieht heute freundlicher aus, 1,76%. Der TecDAX 0,63%. Der MDAX plus 0,86%. Schauen wir mal in MDAX, Tagesgewinn und Verlierer mal rein. Der MDAX ist immer noch unter 30.000 Punkten, ja, aber heute in Plus. Die Commerzbank an der Topspitze 6,5%. 5, ja, Auburus, das sind die Gewinner, viel im grünen Bereich. Schauen wir mal am Ende Wacker Chemie und KSAG und Rheinmetall, das sind die Werte, die am Schlusslicht heute ist, ja. Okay, rüber nach DAX. Der DAX sieht heute freundlicher aus. Deutsche Bank, also wie die Commerzbank auch MDAX. Deutsche Bank ist wieder in plus 7, über 7 Punkte gestiegen. Sonjet über 10 Euro gestiegen. Ja, Linde ist gehört zu den Gewinnern. Covesta, Merck AG und so weiter sind zu den Gewinnern. Gucken wir, ob es heute überhaupt Verlierer gibt. Ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Werte sind in Minus, ja. Das sind die Werte in Minus sind. Ja, Zalando, schlussig, Fresenius, schlusslich. Okay, rüber nach Amerika. Die USA startet Anfang der Woche ganz schön freundlich. Ja, der Dow Jones 2,15%, der Nasdaq 100 1,22% und S&P 500 1,75%. Ja, schauen wir mal Tagesgewinn und Verlierer im Nasdaq mal an und dann im Dow Jones. Ja. Also es muss mal, der Nasdaq muss mal über 13.000, 14.000 kommen. Wir sind jetzt noch nicht mal bei 12.000 Punkten. Ja. So sehen die Werte, die heute im Gewinnerzone ist. Ja. Rostars fast 9%. Ja. Also schauen wir mal. Apple gehört auch zu den Gewinnern. Schlusslicht, schauen wir Schlusslicht an. Verlierer heute. Autodesk 5%, 5,1%, Broadcom auch in Minus, Match Group in Minus, Amazon ist in Minus, ja. So, das sind die Minuswerte. Schauen wir in den Dow.
Tagesgewinne im DAO auch wieder die Bankenwerte, ja, also American, JP Morgan, Goldman Sachs, American Express, Visa, Coca-Cola und so weiter sind die Gewinner. Gucken wir, wer ist die, sind die Verlierer heute? Drei Werte sind im Minus, ja. Nike, DAO und Home Depot, ja, das sind die Werte, die im Minus sind. Okay, rüber nach Crypto World. Crypto World sieht heute ein bisschen freundlich aus, ja. 2,5% gestiegen, ja. Wir haben jetzt 1,37 Billionen US-Dollar. Der Bitcoin hat die 30.000 Dollar wieder zurückerobert. Ethereum 2.000 US-Dollar wieder zurückerobert. Was macht mein Dogecoin? Mein Dogecoin, ja, ein bisschen im Plus, ja. Wie sieht es aus mit meinem Shiba Inu? Auch ein bisschen im Plus, aber noch so wenig für mich, ja. Die Top 100, also Erwartung war 2,5 Billionen US-Dollar. Jetzt ist, bleibt ja die Marktkapitalisierung 2,5 Billionen US-Dollar ist weit entfernt. Wir haben jetzt nur noch 1,73 Billionen. Also es ist viel Luft nach oben. Schauen wir mal Angst- und Gier-Index mal rein. Also Fear and Greed Index Bitcoin, ja, für Bitcoin ist bei 10, also ein bisschen tiefer gelandet. Gestern war noch bei 14 Punkte, heute nur 10 Punkte. Was ist da los, ja? Also wir sind noch in tiefer Angst ohne Ende, ja. Also wir müssen irgendwie zu gelben und grünen Bereich kommen. Zurzeit herrscht die Angst so groß, ja. Okay, das war's. Nun ein paar Info für euch. Wir können heute die 9-Euro-Tickets schon kaufen, ja. Ich habe mein 9-Euro-Ticket schon gekauft. Ich gehöre zu den Schnellen, ja. Also, jetzt drei Monate lang können wir mit 9-Euro-Ticket überall in Deutschland rumkurven, ja, rumfahren mit öffentlichen Verkehrsmittel, ja, ohne ICE, ohne EC, ach ja, was alles, die, zumindest die, ohne die schnelle Bahn, ja, also Regionalbahn können wir überall fahren, aber nicht ICE oder IC, ja, oder Express oder Flixbus und Flixtrain gehört nicht dazu, also öffentliche Linien ja, die Deutsche Bahn, aber nicht die schnellen Dinge, sondern die Ruckelzüge, ja, also mit 9 Euro. Also Entlastungspaket ist durchgekommen, ja, Bundestag hat ja zugestimmt, ja. Demnächst werden auch Mehrwertsteuern im Benzinpreis auch runtergehen. Benzin und Diesel wird runtergehen, wird etwa um die 30 Cent weniger kosten als sonst, ja, hoffentlich wir mal. Also ich habe kein Geld mehr in der Tasche, daher habe ich die 9-Euro-Ticket gekauft, ja. Der Euro gegenüber den Dollar ist ein bisschen gestiegen. Ein Euro kostet jetzt 0,06 paar Sekwetschte, ja. Letzte Woche war ein Euro gleich 1,03, also jetzt 0,06, ja, also ein bisschen gestiegen im Vergleich zu letzter Woche. Wir haben jetzt so sein ein Affenpockenproblem hier in Großbritannien, ja. Dort ist schon 56 Leute an Affenpocken angesteckt worden, ja. Oh je, hoffentlich schwappt nicht rüber nach Deutschland hier. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich habe mal die Bilder gesehen, wie die Pocken, Affenpocken auf Menschen wirkten, ja. Also es sieht sehr, sehr hässlich, sehr, sehr böse, schlimm aus. Hoffentlich können wir diesen Affenpocken Verbreitung verhindern, ja. Also die europäischen Börsen haben heute ganz schön erholt, ja. Alle Kurse in Europa sind, große Werte in Europa sind gestiegen, ja, den Chart habe ich ja euch gezeigt, sehr positiv, trotz Aussage der EZB, ja,
Die Chefin will anscheinend wahrscheinlich langsam die Zinserhöhungen nachdenken. Eventuell wird es auch Zinserhöhungen geben, damit in Europa-Raum auch gegen die Inflation bekämpfen wollen. Ja? Also normalerweise so eine Vermutung wird die Kurse fallen, aber jetzt erholt sich der Kurs wieder ein bisschen. Eventuell sind da halt Schnäppchenjäger wieder unterwegs, ja, weil die letzte Zeit sind die Kurse ziemlich günstig, ja, daher steigen die Leute mal wieder ein, ja. Also es gibt eigentlich gar keine positive Nachrichten, ja. Also Europäische Zentralbank will eventuell im Juli ein bisschen Zins erhöhen, ja. Die Sorge, Inflation, Rezession ist immer noch da, der Krieg ist immer noch da, ja. Asien, China, Lockdown wegen Covid ist immer noch da, also die Börsen, so sei es, sehr empfindlich, nur schlechte Nachrichten, ja. Und wenn irgendein bisschen positive Nachrichten reinkommen, dann explodiert die Börse nach oben, kann man sagen, ja. Daher sieht man ja auch ein bisschen Nachrichten, die einigermaßen in Ordnung sind, steigen sollen, ja, obwohl irgendwie gar keine positiven Nachrichten da ist, ja. Die Ölpreis legen auch ein bisschen zu, ja. Wenn die Ölpreis zulegen, bedeutet auch, dass die Ölpreis nachgefragt wird. Wegen Konjunktur, ja, das kann man auch dazu äußern, oder halt wegen den russischen Krieg mit Ukraine, dass viele Länder keine russische Öl mehr nehmen müssen, also irgendwie Embargo, daher kann ja auch sein, dass der Preis steigt, ja. Also letzte Woche hat ja Russland den Gashahn nach Finnland zugedreht, ja. Also weil Finnland und Schweden haben ja Antrag auf NATO-Beitritt, ja. Zurzeit die NATO hat ja etwa 30 Mitglieder. Und wenn jemand in den NATO reingehen will oder beantragen möchte, müssen alle 30 Länder zustimmen. Dann können die erst beitreten, ja. Zurzeit sitzt die Türkei noch, ja. Ich denke mal, die Türkei will pokern, ja. Daher schauen wir mal, wie es wird, ob es die Schweden und Finnland in der NATO reinkommen kann, ja. Russland hat eine Gashahn an Finnland zugedreht, kann man ja sagen, ja. Also ja, weil Finnland will keine Rubel bezahlen, will halt normale Verträge durchsetzen und nicht irgendwie durch russische Forderungen, ja. Also das ist ja, kann man sagen, Vertragbruch, kann man sagen, ja. Die Börse reagiert auf die Entspannung zwischen USA und China, ja. Also Ex-Präsident Trump, ja, hat ja Zölle auf Importwaren an China hochgehoben, ja. Jetzt die neue jetzige Regierung will eventuell die hohen Zölle eventuell abschaffen. Daher reagiert die Börse auf diese Entspannungsgespräche zwischen die beiden Regierungen, USA und China. Ja, das tut die Börse am Freitag ganz gut. Daher merkt man jetzt auch am Montag, ja, die Börse auch an hier in Europa und in Amerika, wo es noch gehandelt wird, sieht auch ganz, ganz gut aus, ja. Und das ist eine Art Deeskalation zwischen den beiden Weltmächten, ja, den größten und zwei größten wirtschaftlichen Ländern dieser Welt, ja. Das war's heute, ein bisschen Info an der Börse, mehr gibt's eigentlich nicht. Auf der Kryptowelt erholt sich auch langsam. Man merkt ja auch, wenn
die Kurse in Aktienkurse entspannen, steigt natürlich auch die Kryptowelt. Ja? Die Kryptowelt hat zurzeit ein Problem mit Terra Luna, ja, die sind ja irgendwie fast von 130 ungefähr US-Dollar auf 0,000 paar zerquetschte, ja. Daher fast 99% einen Wertverlust gemacht. Mal schauen, ob diese Aktien, diese Krypto wieder zurückkommen, ja. Eventuell, wer zockt, kann diese Krypto 200 Euro reinstecken, eventuell steigt das wieder. Ja, ich habe gemerkt, dass diese Terra Luna wieder ein bisschen nach oben steigt. Heute irgendwie auch so 20-30%. Ja, also wer zocken will, kann eventuell mit dieser Terra Luna mal ausprobieren. Ja, kein Garantie, ja, wollte ich sagen. Okay, meine Liebe, das war's heute. Hoffentlich erobert der Bull wieder die Märkte und nicht immer wieder der Bär. Ja, der Bär hat ja monatelang uns zu schaffen gemacht. Nun kommt langsam der Sommer. Hoffentlich mal regiert der Bull bis Ende des Jahres. Ja, und der Krieg soll auch mal zu Ende gehen, damit keine Hungersnote auf dieser Welt geben wird, ja, also Lieferketten sollten jetzt aufgehoben werden, wenn der Krieg vorbei ist, ja, aber zurzeit ist der Krieg immer noch da, daher können die Ukraine die Getreide gar nicht liefern, ja, weil, ja, da wird ja immer Krieg geführt und, ja, auf dem Wasser, im Schwarzen Meer, hat man Probleme, irgendwie die Waren zu liefern, aber mit Wasser man jetzt liefern. China sind auch kaputt, ja. Dann gibt es ja nur noch Laster. Da brauchen wir aber Tausende von Laster, damit sie ganze Getreide exportieren können, ja. Okay, das war's heute. Wie schauen die Märkte morgen? Hoffentlich habe ich Zeit und lese euch mal die Märkte für morgen vor. Okay, all of my love, see you again and have a nice Monday. And relax a little bit. Okay, bye-bye.